Begrüßen Sie heute zum spannenden Spiel der ersten Klasse Süd zwischen dem SV Dialet Zuberbach gegen den ASK Jabing. Circa 150 Fans kamen zu diesem Spiel. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Dursun Tosun und seinem Assistenten Fabian Nowotny geleitet. Aber jetzt zurück zum Spiel. Auf der einen Seite haben wir den Gastgeber Zuberbach mit einem schwierigen Start, da im Kader einige Spieler ausgefallen sind. Vom Stürmer bis zum Verteidiger sind wir gespannt, wie Chefcoach Mario Tuber aufgestellt hat. Auf der anderen Seite die Gäste aus Jabing, die Absteiger aus der zweiten Liga sind und komplett antreten können. Das Spiel startet mit hohem Tempo. Hupfer schießt knapp daneben. Nun, die Zuberbacher versuchen auch ihr Glück. Pergel. Noch immer Pergel. Und schießt auch daneben. In den nächsten 20 Minuten ist es ein schnelles Spiel. Keiner schenkt dem anderen etwas. Aber Torchancen gab es auch nicht. Der Ball wird zum Tormann zurückgespielt. Der erwischt ihn nicht richtig, Pergel, aber auch er erwischt den Ball nicht richtig. Die Chance ist vorbei. Abstoß. Kopfball. Wieder Kopfball. Tomaszewski. Haselpacher, Hupfer. Widek. Vukic. Und abgewehrt durch den Zuberbacher Tormann Gabor Molnar. Der darauffolgende Eckball brachte nur ein Foul. Einwurf. Die Gäste erobern den Ball. Vukic gegen Leitold. Bakek. Zähne verhindert einen freien Schuss. Und Vukic Schuss geht am Tor vorbei. Nach einem Foul. Freistoß für die Gäste, ein schöner Schuss, kaum zu glauben, dass der Zuberbacher Tormann Gabor Molnar so hoch springen kann und den gefährlichsten Ball bis jetzt in diesem Spiel abwehren konnte. Man muss sagen, für seine Größe eine tolle Leistung. Den folgenden Eckball wehrt er auch ab. Der Nachschuss wurde von Solskjaer abgebremst. Wieder sind die Gäste am Ball. Vukic. Haselpacher, aber diesmal ist es Horvat, der mit einem akrobatischen Sprung abwehrt. Tolle Leistung der Zuberbacher Mannschaft. Auf der anderen Seite Pech für Jabing. Die erste Halbzeit endet mit 0:0. Das Spiel war schnell und ziemlich aggressiv. Zuberbach hatte gerade mal 2 Chancen, auf der anderen Seite Jabing mit 4 Chancen, aber auch kein Tor. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit. Äpfel selbst frisch vom Baum gepflückt sind die beste Herkunftsgarantie, die Sie bekommen können. Rote, saftige Äpfel warten auf Sie. Aber wo? In Kobersdorf jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr um nur 1 Euro pro Kilogramm. Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite www.obstgartenkoch.at. Willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels der ersten Klasse Süd zwischen dem SV Dialet Zuberbach gegen den ASK Jabing. Obwohl beide Mannschaften gut waren, dominierten die Gäste in der ersten Halbzeit, konnten die Zuberbacher Verteidigung aber nicht durchbrechen. Freuen wir uns auf die zweite Halbzeit. Für das Handspiel von Kuroli gibt es nichts. Aber für das Ballspiel von Tomaszewski gibt es einen Strafstoß. Hupfer tritt an,
Schuss erhalten. Gabor Molnar wählt das richtige Eck, springt zur richtigen Zeit und verhindert damit, dass die Gäste in Führung gehen. Tomaszewski, Pergel, Foul im Strafraum. Da gibt es auch einen Strafstoß. Pergel tritt an, Schuss und Tor. Duberbach geht in Führung. 1:0, Benze Pergel schoss gerade auf das Tor und traf. Jetzt wird es noch spannender. Auf jeden Fall für Duberbach in der 54. Spielminute. Torschütze Benze Pergel durch einen Strafstoß. Benze Pergel. Ein gehaltener Strafstoß, dann das erste Tor. Das war für Zuberbach eine große positive Motivation, die das komplette Spiel dreht. Sie lassen die Gäste nicht mehr in die Nähe des eigenen Tors und auf der anderen Seite kommen immer mehr Chancen, noch ein Tor zu schießen. Dieses Tor zählt nicht. Laut Schiedsrichter ist es Abseits. Eckball. Zeker stoppt ab. Imre. Leithold, Horvath, knapp daneben. Nur 2 Minuten später versucht Pergel sein Glück, aber der aufmerksame Jabinger Tormann war zur Stelle und verhindert ein weiteres Tor. Es ist wieder Pergel, der sich gefährlich am gegnerischen Tor nähert. Und wieder verhindert der Tormann einen Treffer. Ein klares Foul im Strafraum. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Da kommt schon der nächste Angriff der Zuberbacher. Tomaszewski gegen Turk. Jetzt gegen Tormann. Wirak erwischt den Ball nicht. In diesem Fall war der Tormann schneller und schoss den Ball aus der Gefahrenzone. Horvath. Pergel, Wirak und Hoa. Ein präziser Pass von Pergel zu Wirak, der mit der Fußspitze den Ball ins Eck vom Tor schoss. Keine Chance für den Gästetormann. Aber Zuberbach vergrößert seinen Vorsprung auf 2:0 in der 74. Spielminute. Torschütze Ballin Wirak. Zuberbach in der 74. Minute. Der Schiedsrichter lässt 5 Minuten nachspielen. Imre, Hafner. Pergel. Tor! Und das ist das 3:0 in der 94. Spielminute. Torschütze Benze Pergel. Der Zuberbacher Trainer Mario Tuber ist sehr zufrieden mit diesem Spiel und fand nur lobende Worte. Wie für ihn, aber auch für uns war der Zuberbacher Trainer Gabor Molnar eindeutig Spieler des Tages. Wie auch immer, nach 5 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel der 1. Klasse Süd zwischen dem SV Dialet Zuberbach gegen den ASK Jabing mit einem Endresultat von 3:0. Männer!